Gut, zum Vortrag. Ich habe ja dem Herrn Pinkenburg, den ich heute kennengelernt habe, obwohl ich schon viel von ihm gehört habe, voller Spannung zugehört. Und da habe ich mir immer gefragt, kann ich sowas eigentlich agil bewältigen? Ist das Thema agil, ja? Und ich kam zu der Antwort, wenn ich überleben will, muss ich das agil bewältigen, weil sonst schaffe ich es gar nicht, sonst gehe ich kaputt, ja. Wobei agil heißt jetzt nicht irgendwie, aber das kommt jetzt im Vortrag, dass man da ein bisschen pfuscht und so weiter. Ich habe als erstes mal, wie immer, im Internet nachgeschaut. Da gibt es das Manifesto der agilen Softwareentwicklung. Meine These ist, wir können das Wort Software ersetzen durch den ganz normalen menschlichen Alltag, sei es in Familie oder sei es im Beruf oder wo immer, dann stimmt es immer noch. Ich glaube schon, dass wir eine Industrie waren, die vieles beeinflusst hat. Ich habe die vier Punkte, die also auf der ersten Folie auf Englisch stehen, habe ich mal ins Deutsch übersetzt. Und man sieht, da kommt gar kein Begriff von Software vor. Ja? Aber man sieht eine Kathedrale. Was sind für Sie die Kathedralen der Neuzeit? Ich habe da lange nachgedacht drüber, die Antwort kam sofort. Zum Beispiel die BMW-Welt oder die VW-Welt oder das Daimler-Museum in Stuttgart. Ich war sehr explizit im Daimler-Museum. Das ist ja aus so Betonteilen gebaut, wo jedes Betonteil schwerer ist als manche Autobahnbrücke. Der Architekt hat gesagt, wir hätten das vor 5 Jahren gar nicht bauen können, weil die Rechner gar nicht die Rechenzeit hatten, die Geschwindigkeit der CPUs war zu niedrig, um die Statik zu berechnen. Jetzt biete ich eine Wette an, das Teil wird noch in seiner Schönheit dastehen, wenn es das Stuttgarter Daimler Museum nicht mehr gibt. Die Zeit, mit diesem Bild will ich sagen, die Zeiten waren, wir waren immer agil als Menschen. Erst irgendwann mal, industrielle Revolution, kam die Uhr und dann ging das Planen los. Und ich fürchte fast, wir sind an einer Stelle, oder ich würde mich freuen, wenn es so wäre, dass es vielleicht bald wieder weniger geplant werden wird, alles, was wir machen. Ja, aber was ist die andere Aussage? Die Aussage, die ich habe, ist eigentlich vor allem, sowas kann ich nur bauen, wenn ich vertraue auf meine anderen, auf die anderen Menschen, die mitmachen, aber auch auf die eigenen Fähigkeiten. Ja. Agilität heißt Vertrauen. Agilität ist eine Philosophie. Agilität ist für mich keine Methode. Wahrscheinlich kennt jeder von Ihnen Scrum. Ja? Wer Scrum macht, ist nicht agil. Und wer Wasserfall oder V-Modell macht, der ist deswegen nicht unagil. Ich kann alle Methoden auch agil leben. Ja? Und das möchte ich ein bisschen rausarbeiten. Und dazu steige ich ein, eben mit diesem agilen Manifest. Der nächste Punkt, die Zusammenarbeit mit dem Kunden hat Vorrang von der Vertragsbeziehung. Auch da steht kein Wort von Software. Ja? Ich könnte auch da viele Geschichten dazu erzählen, wie ich sehe, wie gerade in großen Unternehmen die Prozesse, die da sind, oft einfach außer Kraft gesetzt werden. Ja? Ich bin auch immer sehr zufriedener Kunde der Gemeinden. Mir wurde vor kurzem der ganze Geldbeutel in Athen gestohlen, aus eigener Dummheit, weil ich plötzlich 10 Cent gebraucht habe und dann nicht mehr weggeräumt habe. Und das war toll. Die Ersatzbeschaffung aller meiner Papiere und vieler Kreditkarten war so einfach. Und gerade die Behörden, die haben das so agil und sympathisch gemacht. Ich erinnere meine Schwimmbadekarte für das Unterhanginger Freibad war auch weg. Die hat so einen Zettel hängen gehabt. Was mache ich, wenn so ein dummer Mensch wie der Roland Dürre seine Schwimmkarte verliert, meine Saisonkarte? Ja? Dann so, ja, nachgeschaut, zack, 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 5 Euro, hatte ich sie wieder. Genial, also ich bin wirklich sehr zufrieden. Und ich glaube, dass gerade auch im öffentlichen Bereich sehr, sehr vieles sehr agil läuft. Ja? Agil, da kommt mal Software vor. Ja? Ich habe das ein bisschen übersetzt in eine Sprache, die ich vielleicht da lieber anwenden würde. Und da habe ich 2 Sätze mir so ausgedacht. Was hilft es mir? Ich finde den Satz jetzt nicht, warum weiß ich auch nicht. Wenn der Berg reißt und er gebiert eine Maus. Ja? Ich brauche nicht ein Riesensystem, das von außen ganz toll beleuchtet ist, das mehr Schein als Sein ist. Ich brauche was funktioniert, was wirklich geht. Ja? Und das ist im ganzen Leben, was hilft mir das Schönste?
die schönste Beschreibung und die schönste Theorie außenrum, wenn nicht das Zeug funktioniert, ja, oder nicht so funktioniert, wie ich es brauche, wie es die Menschen brauchen. Ja. Der nächste Punkt hat das was mit Softwareentwicklung zu tun. Das ist also das Agile, das Manifest der Agilität. Das haben, werden wir nachher gleich wieder sehen, viele, viele Menschen unterschrieben, die wirklich Ahnung vom Programmieren hatten. Und das war nur für die Programmierung gedacht. Aber mir fällt eigentlich keine Situation im Leben ein, wo das nicht auch im Sinne des Erfolges ein Vorteil ist, ja, wenn ich ein Ziel erreichen will, in der Gemeinde und so weiter. Mehr wollte ich zu agil gar nicht sagen. Ja, da fallen mir noch ein paar Dinge ein, die ich, Vertrauen haben wir gesagt. Ja. Wenn Sie in der neuen Welt eintauchen, ich halte normalerweise Vorträge eher für die jungen Leute, die hier mich aufnehmen, Vertrauen ist alles. Und dann kommen so Tags, ne? Immer so Tag ist ganz wichtig bei uns. Tag ist ein Hash und ein Wort. Und wenn ich googeln will, dann am besten oder twittern oder was auch immer, Tag eingeben, dann kommen so Begriffe zum Thema Agil wie No Estimating. Das ist dann sehr böse und sehr ketzerisch. Ja? Nur ich habe vor kurzem, habe viele Kinder, großes Haus, umgezogen, kleines Haus, die Auffahrt war schrecklich. Dann habe ich sie pflastern lassen. Und ich hatte einen ganz tollen Fliesenleger, also so einen Bodenleger, der es wirklich konnte. Und der wollte mich immer zu einem Kunststein überreden, so flache, quadratische Platten. Und ich wollte Natursteine haben. Und dann habe ich verstanden, er mag mich deswegen überreden, weil mit den flachen Steinen, da kann er mir eine Aufwandsabschätzung machen. Das ist sehr sicher. Mit den Natursteinen konnte er es nicht. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich vertraue dir. Ich weiß, du bescheißt mich nicht. Pflaster das einfach mit diesen Natursteinen so gut, wie du es kannst. Und dann hat er gesagt, wie er halb fertig war, jetzt kann ich den Aufwand abschätzen. Ja? Also was ich sagen möchte ist, waste of time. Zum Waste kommen wir noch. In vielen Fällen ist das Aufwandsabschätzen sinnlos, besonders wie wenn Sie in unserer Branche, und ich glaube, das gilt für alle Branchen, man spricht ja heute von disruptiven Ereignissen, von Dingen, die Sie nicht vorhersehen konnten, von hohen Innovationsanteilen. Wenn davon Ihr Geschäft geprägt ist, dann können Sie den Aufwand nicht schätzen. Da müssen Sie eine Vertrauensbeziehung zum Auftraggeber haben, wo man weiß, wenn es kritisch wird, trifft man sich. Und wo der Auftraggeber weiß, die Kompetenz des Nehmers ist so groß, dass auch solche Hürden schaffen wird. Ja. Das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig. Und das Beispiel mit diesen Clustern eines Weges ist der beste Beispiel. Ja. Manche gehen noch weiter, gibt es auch viele Menschen, die sagen, Planning ist totaler Quatsch. Das heißt natürlich nicht, den gesunden Menschenverstand nur zu sagen, ich mache das so und so, aber wenn ich zum Beispiel, ich mache sehr viele Radreisen, ja, wenn ich ans Schwarze Meer radel, klar kann ich mir die Höhenmeter anschauen, ich kann mir anschauen, wie viele Kilometer das sind und ich kann mir anschauen, wo es Dörfer gibt, aber ich kann die Reise vorher nicht planen. Das ist auch nur als Metapher. Ja. Ich versuche hier vor allem in Metaphern zu reden, um sie zu inspirieren, ein bisschen nachzudenken, Dinge in Frage zu stellen und so weiter. Gut, dann gehen wir zum nächsten Thema Lean. Lean heißt ja auf Deutsch lang. Ein bisschen kam es ja schon raus. Das ganze Thema Lean ist ein alter Hut eigentlich. Ne? Ich habe mir 4 Punkte rausgesucht, an denen ich Lean aus der Sicht auch eines jungen Menschen, so wie sie heute denken und leben, wenn die beiden sind nicht mit dem Auto hergefahren, die sind mit dem Bayern-Ticket hergefahren, so wie man es heute macht, ja. Finde ich gut. Obwohl die Firma es bezahlt, werden auch die Kilometerpauschale bezahlt. Ich habe also zuerst mal rausgesucht Kaizen, bekannt aus Japan. Das erste wichtige Wort bei Kaizen ist Empowering of People. Ist für mich ein alter Hut. Jede Führungskraft, und das werden Sie mir sicher bestätigen können, sollte immer danach trachten, die anderen Menschen, die Mitarbeiter, die Kunden, die Vorgesetzten eher größer zu machen als kleiner zu machen, weil dann alle mehr Spaß an der Arbeit haben. Das nenne ich Empowering of People. Könnte ich auch viele Geschichten erzählen vom armen Lagerarbeiter, der plötzlich mitdenkt und das Bier richtig bestellt, weil der am besten weiß, wann beim Aldi besonders viel Bier gebraucht wird und so weiter. Ja?
Das zweite, Kaizen ist gesunder Menschenverstand. Wenn ich nicht jeden Mitarbeiter auspresse bis zum geht nicht mehr, kommt mehr raus. Ist wirklich so, bessere Qualität und auch mehr Quantität. Ich glaube, dass auch deswegen oft das Klima, das ich so positiv wahrnehme, bei Behörden, gerade in kleineren, so ist, weil da wird man nicht so ausgepresst. Und dann ist der Service viel besser als da, wo dann mit der Zeituhr gemessen wird, wie viel jeder Prozessschritt Sekunden und Minuten brauchen darf. Den dritten Gedanken, den will ich ein klein wenig ausführlicher machen. Das habe ich auch hier als Zettel vorbereitet. Die Abkürzung KISS kennt jeder. Ich habe meinen Artikel über KISS geschrieben und habe dann in Wikipedia und woanders 10 Abkürzungen gefunden. Keep it simple and stupid, keep it small and simple, keep it sweet and simple, keep it short and simple, keep it strictly simple, als Marketinghinweis, ja. Und dann kam ein älterer Herr, der war noch älter als ich, ein Engländer, der war so präzise und sagte, du Roland, alles Quatsch, die Abkürzungen. In Wirklichkeit heißt das KISS mit K. Keep it simple, stupid. Ja. Wir müssen es deswegen schon einfach machen, weil wir uns sonst selber überfordern. Das gilt für den Programmierer, wie wahrscheinlich auch für alles andere. Ja, wenn ich es mir selber so kompliziert mache, bin ich ein Opfer meiner eigenen Kompliziertheit. Deswegen würde ich sagen, neben eben dem Empowering of People, gesunder Menschenverstand, könnte man Lean gut auch mit KISS beschreiben. Ja, ein wunderbares Prinzip. Und dann schauen wir uns mal die Produkte an und die Verfahren. Also ich halte das für ein ganz wichtiges Element. Der vierte Punkt bei Lean, der mir da spontan eingefallen ist, No Waste. Ja? Andere Leute sagen Nachhaltigkeit dazu. Nachhaltigkeit ist eines der vielen Buzzwords, wie auch diese hier überwiegend, das auch abgewirtschaftet hat. Ich war vor kurzem, auch wieder 2 Jahre her, Entschuldigung, vor kurzem, bei einer Veranstaltung Ethik und Informatik. Ja? Und da war der Klaus Töpfer dabei. Und der Klaus Töpfer konnte mir erklären, das erste Mal im Leben, was eigentlich Nachhaltigkeit ist. Klaus Töpfer hat gesagt, ein Produktionszyklus mit 0 Abfall. Habe ich verstanden, Nachhaltigkeit. Ja? Hat es natürlich, weil ein weißer Mann ist, eingeschränkt, jetzt im Sinne von Produktion und so weiter. Ja? Aber ich stelle was her. Ich habe einen Freund gehabt, der war der Geschäftsführer vom Schlachthof Paderborn. Der war stolz drauf, dass von dem Schwein kein Fitzel weggeschmissen wurde. Da wurde alles verarbeitet. Ja? Könnte so eine Metapher für No Waste sein. Ja, und na, jetzt haben wir ja schon die ersten 20 Minuten. Bin fast noch in der Zeit. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Wir kommen zu Open. Und ich würde gerne die beiden Themen Open und Digital ein bisschen gemeinsam behandeln, weil die zusammengehören. Mein erster Gedanke ist der, und da glaube ich, weiß ich, von was ich rede, es ist schon ganz schwierig, so Datensicherheit oder Datenschutz im normalen Leben zu gewährleisten. Sie haben vorhin Pullach erwähnt, da glaube ich, schaffen Leute es ab und zu, dass auch dann so gründlich schreddern, dass man nichts mehr findet oder so ähnlich. Aber das ist sehr selten. Meistens, ich weiß nicht, GfKs oder jetzt bin ich gespannt, was da rauskommt, ob was rauskommt und so weiter. Was ich sagen möchte, ist, wenn Sie mit IT arbeiten, wird es noch viel schwieriger, ja, mit dem Datenschutz. Es gibt keine sicheren Systeme. Ist der Begriff The Man in the Middle bekannt? Ich möchte jetzt langsam nur zu erklären, was ich mache, auf so Sachen wie auch ein bisschen Bitcoin oder Blockchain kommen, die in aller Munde drin sind. Ich habe einen Kurs wieder angeschaut, Bitcoin 5.600 US-Dollar oder sowas. Ja. Völlig absurd, völlig absurd. Reine Spekulation. Aber the man in the middle, ich bringe ein Beispiel. Heute lernen die Menschen sicher, wenn sie so Beziehungen eröffnen wollen, über irgendein Portal kennen, ne? So Tinder oder munichsingles.de oder sowas. Ganz früher sind viele Ehen in den Zügen geschlossen worden. Das war so um 1900, weil da alle Eisenbahn gefahren sind, hat man sich getroffen. Und dann wurde es schwierig. Ich habe meine Frau in der Disco kennengelernt.
andere beim Autounfall und was weiß ich, was halt früher so üblich war. Mittlerweile sind es die Portale. Und zwischendurch war es die Süddeutsche Zeitung, Bekanntschaftsanzeigen oder eine andere Zeitung. Und da gab es The Man in the Middle. Aber den konnte man auch kompromittieren. Da hat man die besten Anzeigen schon vorab bekommen. Ja? Und immer, wenn ich jetzt also PGP oder sowas mache in der Öffentlichkeit, gibt es immer einen Man of the Middle. Jetzt gibt es angeblich Beweis von Informatikern, dass es, habe ich das ausreichend erklärt, The Man in the Middle, diese Instanz, die die Schlüssel verwaltet, wenn man eine E-Mail verschlüsselt ausstellt oder Personalausweis, das ist ja ein Thema, das hierher gehört. Meiner war ja weg und dann fragt mich der Mensch, ob ich eine Digitalisierung dabei haben will. Und dann bin ich ein normaler Nutzer, sage ich, wenn es mir was hilft, gerne. Dann sagt er, Sie können dann Gewerbe irgendwo anmelden. Dann sage ich, ja, ich habe ein anderes Problem, Elster. Elster ist bekannt hier, oder? Hilft es da? Sagt er, dann brauche ich es nicht. Ja. Das Thema ist wichtig. Ich komme dann darauf zurück, warum es so wichtig ist. Ja. Aber da gibt es irgendwo The Man in the Middle, der irgendwo beurteilt, ob der Roland Dürre ist und dann eine digitale Signatur personalaus mitbekommt. Ja. Was das Spannende ist in diesem Fall, und das ist wirklich spannend, da ist es keine Identität, da geht es um die Authentität. Da geht es darum, dass ich der Roland Dürre bin. Und jetzt bitte ich Sie, sich auf ein Gedankenexperiment einzulassen. Im normalen Leben ist die Anonymität verschwindet. Ja? Ich habe überlegt, was gibt es noch für Anonymitäten? Mir ist das Schweizer Nummernkonto eingefallen. Ja, da konnte ich ja bei der Schweiz Geld abgeben und habe gesagt, hier diesen String, wenn ich den hier, Nummernkonto, Ziffern, Buchstaben, dann kriege ich mein Geld wieder. Ich musste aber dann genau in das Gebäude in der Schweiz gehen, wo diese ehrwürdige Bank war, die das gemacht hat. Gibt es ja alles nicht mehr. Ja? Das war eine Identität. Mein Papier, wo die Kinder wussten, das liegt im Tresor. Und wenn ich in die Bank dorthin gehe, kriege ich das Geld von meinem Vater. Das gibt es nicht mehr. Ist vorbei. Es gibt auch kein Schweizer Bankgeheimnis mehr. Ja? Also ich tue mir wirklich schwer, hier in unserem realen Leben Identitäten zu finden. Also es gibt vielleicht Geheimclubs, wo ich mit Maske reingehe und mich nicht sehen lasse, was weiß ich alles. Ja? Aber es ist schwierig. Im Internet, da wollen die Leute das haben. Deswegen sagt man, ein normaler Mensch hat eine Authentität und mehrere Identitäten. Das ist Informatik. Ja? Wenn ich aber bei eBay bin als Beispiel, nur als Gedankenanstoß, dann soll ich ja zur Post gehen und irgendein Mensch zieht einen Personalausweis und bestätigt dann auf so ein Formular, das ich zurückschicke, auf Portofrei, dass ich der Roland Dürre bin, also authentisch. Was ist eigentlich die Authentität? Und wollen wir eine Gesellschaft haben, wo die Menschen im virtuellen Raum mit verdeckten Identitäten durch die Gegend laufen? Bitcoin ist eine anonyme Währung. Da habe ich meine Authentität, Roland Dürre, und ich habe einen Schlüssel zu meinem Geld. Keiner weiß, dass das Geld mir gehört. Ausdruck entscheidend ist folgendes. Diese ethische Frage zum Beispiel. Wollen wir denn das virtuelle Leben, wollen wir da die Identitäten zulassen, die verdeckten? Es gibt einen Grund dafür. Der Grund dafür ist sicherlich der, dass man den Regierungen misstraut. Und wenn ich blogge, und ich habe ein paar Freunde, die mitbloggen, dann kommen ab und zu Artikel, wo ich sage, hey, wenn ich das drin lasse im Blog, dann kommt vielleicht irgendein Herr mit zum Hut und mag das gar nicht. Ja? Das ist die eine Sorge. Die andere Sorge ist, wir haben ja eine Rechtsstaatlichkeit, die mir sehr wichtig ist. Und die müssen wir verteidigen. Ja? Ich sage es mal so, wenn ich Rechtsstaatlichkeit habe, brauche ich persönlich keine Anonymität. Deswegen mache ich alles offen im Internet. Wenn ich aber keine Rechtsstaatlichkeit mehr habe, dann ist die Frage, ob die Anonymität nicht sehr wichtig ist, um mich zu schützen oder das Gemeinwesen zu schützen. Aber diese Frage wird in der Ethikkommission
Licht gestellt, die so wichtig wäre für uns alle. Ja? Ich bringe ein Beispiel zum Anfassen. Wenn ich Sie an die Hand nehme und ins Leibniz-Rechenzentrum in München entführe, dann können wir den Führer fragen, wie viele Rechner, die hier rumstehen, dienen denn der Spam-Abwehr? Also die sind nur dazu da, Spams abzuwehren. Und verblüffenderweise sind es sehr viele. Jetzt stelle ich die polemische Frage. Es sind so viele, dass Intel wahrscheinlich deutlich weniger Prozessoren verkaufen würde. Wenn ich jetzt der Chef von Intel wäre, würde es mir sehr wehtun, wenn die Spams verschwinden würden, weil dann würde ich ein Drittel weniger Prozessoren verkaufen. Drittel Umsatz, wahrscheinlich mehr, größere Einbuße beim Profit. Ja, ich meine, ich vertraue den meisten Branchen eh nicht mehr, das muss man nicht rausschneiden. Ich glaube, dass alle diese Industrien ein bisschen kriminell geworden sind. Ja, ob das Lebensmittel ist oder ob es Mobilität, braucht man nicht reden drüber. Das erleben wir dauernd zurzeit, aber auch Pharmazie oder EVUs und so weiter. Ich bin immer heilfroh. Nur zum Thema, wenn ich wieder Stadtwerke sehe, dann habe ich wieder mehr Vertrauen, als wenn ich so eine andere IVU sehe. Also ohne Spaß jetzt, das sind für mich die wichtigen Fragen. Und ich meine, wenn wir von all diesem hier reden, wie agil, lean, open und digital, dann sind es auch die wichtigen Lebensfragen unserer Gesellschaft. Und ich wiederhole nochmal, es gibt so einen bösen Blocker, das ist der Felix von Leitner. Ich habe ja der Frau Kast ganz, ganz viele Links gegeben, die ich für lesenswert halte. Da habe ich auch diesen ganz bösen Blogger erwähnt. Der nennt sich Fefe, F-E-F-E. Der hat wirklich Millionen Klicks am Tag, wird gelesen. Ich nenne immer die Bild-Zeitung für Nerds, weil der so ein bisschen immer so hetzt, immer die schlechten Dinge rausarbeitet. Aber was der am Tag Sicherheitslücken bringt. Und wenn Sie eben so ein Mobiltelefon, wie ich den einen Studienschick anschauen, da sind so viele Schichten, so viele Module drin. Und immer wieder ist irgendeine kompromittiert worden. Und jetzt könnten Sie sagen, naja, ist ja kein Problem, eines Tages sind die raus. Die Fehler werden nicht raus, weil alles mal neu kommt. Und es wird immer komplexer. Und ich glaube, das Problem kennen Sie auch in der Verwaltung, kam auch im Vortrag von vorne vor. Wir haben eine komplexe Welt, die hat komplexe Fehler. Was machen wir? Wir erhöhen die Komplexität und kriegen noch komplexere Fehler. Ja, das scheint so ein Naturgesetz zu sein. Ja. Okay, bevor ich jetzt aber weiter, jetzt gebe ich Ihnen ein paar Empfehlungen mit. Das ist jetzt ein bisschen anmaßend, aber da habe ich auch wieder eine Folie dabei. Die Folie habe ich jetzt gestohlen, also das ist nochmal auf Deutsch, das ist auch in Unterlagen drin. Und zwar habe ich einen ganz tollen Vortrag beim ZDB gehört, wie man sich mit dieser Blockchain, die ich erwähnt habe, die alle Menschen so verwirrt, nähern soll. Ja? Ich habe es ein bisschen ins Allgemeine übersetzt. Zerlege dein Geschäft, ist die erste Regel. Also wirklich alles, was nichts damit zu tun hat, wegschmeißen, weghauen. Es bleibt eigentlich gar nicht viel über am Schluss, wenn man so einen sauberen, agilen Prozess angeht. Und was wollen wir eigentlich? Ja? Da gibt es dann so tolle Methoden, die habe ich auch erwähnt, wie Storytelling oder gibt es ganz viele Sachen, wo man plötzlich runterbrechen kann, die Dinge. Also die, auch wenn ich Scrum vorhin so ein bisschen abwertend behandelt habe, die Werkzeugschachtel in der agilen Welt ist sehr schön und sehr groß. Aber da komme ich noch kurz drauf. Ja, spiele herum und probiere aus, ist auch klar. Wenn man nicht Spielkind ist, dann passiert nichts Neues. Ja, man muss wirklich Regression gehen und dann in die einfachen Sachen. Das dritte, pfeife auf Regeln, das habe ich jetzt, nachdem ich das Klatschen vergessen habe für die Filmer, muss ich kurz vorführen. Also auf Regeln pfeifen. Ich habe da ein Beispiel. In meinen jungen Jahren habe ich mal Start gemacht. Start war ein Riesenprojekt, wurde von allen Leuten totgesagt. Das hat die Lufthansa, TUI und die Deutsche Bundesbahn verbunden. Ja? War ein Riesenprojekt bei Siemens. Und alles, was heute läuft, zuerst über die Reisebüros, heute über die Portale oder wenn Sie selbst eine Fahrkarte kaufen im Internet. Start ist da der Großvater davon, aus dem ging das alles hervor. Erstes Problem war, waren die Kaufleute. Die Kaufleute haben gesagt, da kostet doch eine Bestellung 135 D-Mark. Kein Spaß. Hat es auch gekostet. Trotzdem waren überzeugt, ist die Zukunft. Das zweite Problem war die Deutsche Bundespost. Das wussten wir aber. Wir wussten, dass wir einen
Server in Frankfurt stehen hatten. War ein richtig großes Projekt. Und da waren Firmen wie Siemens, also schon damals Weltfirmen, noch beteiligt. Ja. Dieser große Server in Frankfurt hat Daten vermittelt. Ja, der hat Daten, die vom Bundesbahnzentralamt kamen, hat er an die Lufthansa geschickt und andersrum oder an die TUI. Und das war ein Fernmeldemonopol. Und wir haben das gewusst, ganz ein Projektteam. Und wir haben gedacht, die werden uns nicht erwischen. Dann haben sie uns erwischt. Aber dann war Projektstopp für 3 Monate und dann war es geregelt. Weil es war so widersinnig, diese Regelung des Fernmeldemonopols. Ja. Das ist kein Spaß. Damals durfte ein normaler Mensch nicht, außer er hatte die Bahn hatte ein BASA-Netz, das hat aber nicht gereicht, weil ja die BASA war das Telefonnetz, das die Bundesbahn selber hatte, hat sie mal verkauft, dann wieder zurückgekauft. Spielt alles jetzt keine Rolle. Entscheidend ist, es war offiziell verboten, Daten zu vermitteln, was heute täglich passiert. Und dann haben sie gesagt, der Staat ist ein wichtiges Projekt, das ist die Zukunft, und dann hat man halt das Gesetz geändert, nicht? Oder aufgeweicht. Also die Empfehlung ist wirklich, auch wenn es so hart klingt, ignoriere die Regeln, wenn du was Neues machen willst. Irgendwann mal ändern die sich schon. Ja? Das machen auch die Start-ups, die ich betreue, so ähnlich. Und das vierte ist, arbeite mit Annahmen. Das wird schon klappen. Also ganz hohe Ziele setzen, ganz große Herausforderungen und aber auch eine hohe Fehlertoleranz, weil wenn man es nicht schafft, hat man es halt nicht geschafft. Ja. Und das Letzte, vielleicht nochmal zu den Herausforderungen der Zukunft. Ich sehe da 2 Themen. Ich bin mir nicht sicher. Das eine Thema ist das, was KI heißt, Stichwort Watson oder sowas. Ja. Die selbstlernenden Systeme. Und da bitte ich Sie wirklich aufzupassen, weil wir leben wirklich in diesem postfaktischen Zeitalter. Das Go-Beispiel, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, ich meine, dass Schachspieler keine Chance gegen gute Computer haben, ist ja trivial. Das Go-Beispiel könnte stimmen. Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht stimmt. Angeblich war das eine selbstlernende Maschine. Kann ich mir auch nicht vorstellen, die hat schon irgendwie Regelwerke auch drin, aber dann hat es selbst gelernt, ja. Was ich nicht glaube, ist die legendäre Pokerrunde, wo so eine Maschine mit den 20 Poker-Weltmeistern gepokert hat. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, kann man alles googeln. Also wenn meine Studenten, die googeln immer mit. Ne? Wenn ich einem Studenten sage, Autofahren ist schrecklich, wir haben 1,3 Millionen Verkehrstote, dann schreit einer falsch, 1,4 habe ich gerade gegoogelt. Ne? Dann freue ich mich, ich habe mit Absicht 1,3 gesagt, damit ich glaubwürdiger bin, dass der andere 1,4 gleich. Aber hier, brave Welt, keiner googelt, Hut ab. Selten der Fall. Ja? Macht aber Spaß immer. Gut, aber das Allerwichtigste, nee, und nochmal, was auch wichtig ist, die Sensoren. Die größte Entwicklung, technologisch, die ich zurzeit sehe, ich meine, das Mooresche Gesetz, der Speicher immer, scheint vorbei zu sein. Zumindest mit einer großen Lücke. Aber was am Sensorenmarkt passiert, das ist unfassbar. Ob das jetzt Lichtsensoren sind oder Audio oder Ultraschall oder whatever, hat funktioniert die Mechanik, gell? Ganz, ganz wichtig. Und das Problem an den Sensoren, ich mache noch 3-4 Sätze und die Empfehlungen am Schluss, Sensorenprobleme ist daran, wir hatten immer gekämpft, wir Informatiker und Programmierer, Mensch-Maschinen-Schnittstelle. Es könnte sein, dass wir die nächste Maschine-Welt-Schnittstelle haben und wir Menschen gar keine Rolle mehr spielen. Ja? Weil das Auto, das weiß ja alles, sieht ja alles, erfasst ja alles, es braucht mich gar nicht mehr. Ja? Spannende Vorstellung. Und da sind auch, ich bin ja bei Startup in der Jury drin und die meisten tollen Projekte zurzeit, die basieren auf Sensoren in meiner Wahrnehmung. Früher mal waren das Apps vor vielen Jahren, schon fast Jahrzehnte gesagt, aber das iPhone, das seit 10 Jahren gibt, geht ja alles so schnell bei uns, war es vielleicht bei 5 Jahren. Die 3D-Drucker waren mal ganz hoch im Rennen. Momentan ist es Sensortechnologie, weil da sind Dinge möglich, die glauben wir gar nicht. Ohne Spaß. Ja, und jetzt noch ein paar persönliche Empfehlungen. Also das erste Mal, ich empfehle allen Menschen, wenn ich mal so einen Vortrag halten darf, gerade in so einem Kreis hier, bitte brecht die Muster. Also Muster brechen. Dinge anders machen, radikal neu machen. Über den Tellerrand hinausschauen. Ich habe mal so einen Referenten gesehen, der hat mich wahnsinnig beeindruckt. Der hat so einen Teller gehabt und gesagt, hey, ich schaue mal über den hinaus, geht doch gar nicht. Also ganz einfach, wir zerschlagen den Teller. Also große Bitte, zerschlagt die Teller.
dann, was jeder Handwerker machen muss, anders geht es nicht. Lernen, lernen, üben, 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 ausprobieren. Wir haben eine große im Unternehmen eine Tradition, wo wir sagen, Programmieren ist auch nur Craftsmanship. Alles nur Handwerk. Und da kann ich von großen Meistern lernen. Ja. Dann zum Ausprobieren, wer war schon auf dem Barcamp hier im Raum? Das ist wunderbar. Das war aber jetzt kein besonders gutes Barcamp, muss ich sagen. Aber es gibt wirklich tolle Barcamps. Ja. Das ist existent und da spielt die Musik, da muss man hingehen. Ja. Oder an Foren teilnehmen. Einfach mal googeln. Was ist so ein Thema, was da interessant ist? Ich war vor kurzem auch als Speaker oder Redner auf dem agilen Forum in Baden-Württemberg. FAV hat das, glaube ich, geheißen. Tolles Publikum, mit tollen Gedanken. Einfach an sowas hingehen. Das lohnt sich wirklich. Ja. Soll auch keine Konkurrenzreklame sein. Oder jetzt zwei ganz praktische Empfehlungen. Reduziert eure E-Mails. E-Mail schreiben ist scheiße. Ja. Wie geht das heutzutage? Und vor allem keine Anhänge. Bitte keine Word-Dokumente an E-Mails. Also ganz handfeste Überlegungen. Ja. Wozu haben wir denn die Cloud? Die Cloud kommt eh. Und wenn ich irgendein Dokument einmal in der Cloud drin habe, dann können alle lesen, die es lesen sollen. Oder, ja, und dass es der NSA auch liest, ist eigentlich Quatsch. Das schafft der NSA trotz seiner riesen Rechenzentren überhaupt nicht. Ja. Also wirklich Dokumentation nicht auf 100 Rechnern, das ist auch viel gefährlicher als einer Cloud. Ja, es gibt immer noch, gerade, ich habe ja vorhin von dem Fefi-Blog erzählt, da bin ich nicht ganz fertig geworden, der war Gründer vom Chaos Computer Club und die machen immer solche Tests. Google ist immer noch das sicherste, trotz NSA. Da können alle anderen nicht mitmachen. Und wenn man nicht mehr E-Mails schreiben darf, was muss man dann machen? Peer-to-Peer-Kommunikation, chatten. Und da gibt es 100 Systeme, die meistens kostenfrei sind, ob das Facebook oder WhatsApp oder Me und so weiter. Und bevor ich jetzt zum guten Teil komme, noch eine letzte Warnung. Während wir herumsitzen, das ist kein Spaß, ich, mein Sohn ist in China, Head of China von Siemens Management Consulting. Ja. Ich glaube, er redet mir über seine Karriere nicht, weil die auch nicht so wichtig bei uns ist. Und der erlebt China. Und was wir hinten dran sind, in Anführungszeichen, ja, das ist wirklich schlimm, wenn man das als Fortschritt und Technologie, und ich begrüße das ja, ich mag ja Technologie, und da gibt es, da ist Amazon, ist eine Mickey Maus gegen Alibaba. Ja? Und die Chinesen, die haben zu dem Thema Freunde mit den Identitäten, die haben die abgeschafft. Wenn ich im Social Media in China bin, dann muss ich mit offenem Namen kämpfen. Warum? Politische Gleichschaltung. Ja. Nur, die machen die Technik. Und ich fürchte, dass wer die Technik macht, wird auch die Gesellschaft bestimmen. Da habe ich jetzt noch zwei Zitate, die muss ich loswerden. Das erste Zitat ist vom Freund von mir, der macht mittlerweile Musik für Manager und verdient richtig gutes Geld damit, hat ein Saxophon und ladet Manager ein, macht mir den Musik und kassiert dann ein paar tausend Euro am Tag, also ohne Spaß. Und der sagt immer, nicht jammern, sondern jammen. Lasst uns gemeinsam jammen, das ist viel wichtiger. Und das andere Zitat ist ein bisschen, jeder Zuwachs an Technik bedingt, wenn damit ein Zuwachs und nicht eine Schmälerung des menschlichen Glücks verbunden sein soll, einen entsprechenden Zuwachs an Weisheit. Damit möchte ich schließen. Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie übers Wochenende viel weiser werden. Das Zitat ist übrigens von Bertrand Russell. Dankeschön.